Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers beendet nach über 40 Jahren die Geschichte der Skywalker-Familie und beendet damit eine ganze Ära. In dieser Zeit haben wir unglaublich viele Geschichten gehört und Figuren und Schauplätze kennengelernt. Deshalb ist es natürlich klar, dass der letzte Film der Skywalker-Saga möglichst viel davon einbringen will und mit Referenzen und Anspielungen geradezu um sich wirft. Wir stellen euch jetzt unsere 10 Lieblings-Easter Eggs aus Star Wars 9 vor. Das geht natürlich leider nicht ohne Spoiler zu Episode 9. Wenn ihr Der Aufstieg Skywalkers also noch nicht gesehen habt, schaut euch lieber ein anderes Video von uns an. Wenn ihr keine unserer Videos mehr verpassen wollt, abonniert uns doch und aktiviert die Glocke. Let's get to it. Dejarik. Schon seit der alten Trilogie wissen wir, dass man einen Wookie beim Spielen lieber gewinnen lassen sollte. It's not wise to upset a Wookie. Dort zeigt Chewie großes Interesse am Spiel Dejarik. Das haben wir schon in Das Erwachen der Macht gesehen, als Finn es versehentlich einschaltet. Am Anfang von Episode 9 sehen wir, dass Chewie gleich gegen Finn und Poe spielt und anscheinend trotzdem gewinnt. He made a fair move. Das Fest auf Pasana. Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers hat sehr viele Elemente eines Abenteuerfilms. Rey, Finn und Poe sind zum ersten Mal gemeinsam unterwegs und auf der Suche nach einem Sith-Wegfinder, der sie zu Palpatine bringen soll. Das führt sie auf den Planeten Pasana, wo sie mitten in ein traditionelles Fest platzen. C-3PO übernimmt zum Missfallen aller anderen die Rolle des Reiseführers und erzählt unter anderem, dass die Feier nur alle 42 Jahre stattfindet. In diesem Fall ist 42 nicht nur die Antwort auf alle, sondern auch eine Anspielung. Beim Kinostart von Episode 9 war es nämlich 42 Jahre her, seit der erste Star Wars Film in die Kinos kam. Jedi-Stimmen. Am Ende von Episode 9 kommt es zum Zusammentreffen von Kylo Rey und ihrem Opa Palpatine. Wie wir alle wissen, ist das Verwandtschaftsverhältnis nicht das Beste. Er versucht sie umzubringen, nachdem er die Kraft von Kylo und Rey genutzt hat, um sich zu verjüngen und die Macht aller Sith in sich zu vereinen. Mit letzter Kraft kann Rey ihn besiegen, indem sie sich mit Hilfe der Macht mit den Jedi vor sich verbindet. Dabei hören wir mehrere bekannte Stimmen. Einmal ist da Obi-Wan Kenobi und ihn hören wir nicht zum ersten Mal in der Sequel-Trilogie. Schon in Das Erwachen der Macht hören wir sowohl die Stimme von Ian McGregor als auch die des originalen Obi-Wans Alec Guinness. Letztere wurde so verändert, dass es sich in der Vision von Rey so anhört, als ob er ihren Namen sagt. Diese Stimme hört Rey nun wieder. Rey? Dazu kommen die Originalstimmen von Yoda und Luke Skywalker. Auch Hayden Christensen und Liam Neeson sprechen ihre Charaktere Anakin Skywalker und Qui-Gon Jinn. Außerdem sind Mace Windu, Rebels-Charakter Kanan Jarrus, Ayla Secura und Eddie Gallia aus Clone Wars und den Prequels und die Clone Wars-Figuren Ahsoka Tano und Luminara Underli zu hören. It calls to you. Cameos. Ja, J.J. Abrams kommt tatsächlich in Der Aufstieg Skywalkers vor, aber nicht in einer Schauspielrolle. Er spricht den kleinen Droiden D.O. Episode 7 hat uns zwar schon BB-8 gegeben, das hat J.J. Abrams aber nicht davon abgehalten, noch einen weiteren Droiden ins Star Wars-Universum einzuführen. Als Rey, Finn und Co. das alte Raumschiff von Ochi finden, stößt BB-8 auf den Droiden D.O. und erweckt ihn wieder zum Leben. Der kleine Droide hat scheinbar eine traumatische Vergangenheit und bringt die bei menschlichem Kontakt oft durch ein kurzes Nein, danke zum Vorschein. Neben J.J. Abrams und den Stimmen der Jedi gibt es noch ein weiteres wichtiges Cameo und das kommt von niemand geringerem als John Williams. Der Komponist ist für die Filmmusik aller 9 Star Wars Filme der Skywalker-Saga verantwortlich und hat für Solo A Star Wars Story ein neues Theme für Han komponiert. In Episode 9 bekommt er nun eine kleine Cameo-Rolle. Als die Gruppe um Rey auf der Suche nach Babu Frick durch eine Bar auf Kijimi geht, sieht man John Williams als Barkeeper mit Augenklappe hinter dem Tresen. Always on the move. Chewie bekommt seine Medaille. Es gibt einen Moment in Star Wars Eine neue Hoffnung, über den zumindest wir niemals hinwegkommen werden. Am Ende des Films gibt es eine große Ehrung für unsere Helden für ihre Hilfe bei der Zerstörung des Todessterns und alle bekommen eine Medaille. Alle? Nicht ganz. Luke und Han bekommen von Leia eine Medaille überreicht, aber Chewie, der mindestens genauso viel geholfen hat, wird übergangen und darf nur daneben stehen. In den Star Wars Büchern hat er zwar schon eine Medaille bekommen, auf der Leinwand konnten wir das bisher aber nie sehen. In Episode 9 gibt es nun endlich Gerechtigkeit für Chewie. Maz Kanata übergibt ihm nach dem Sieg über die finale Ordnung endlich seine Ehrenmedaille. Der X-Wing.
Wie schon gesagt, hat Episode 9 sehr viele Callbacks zu früheren Episoden und Handlungen. Dazu gehört auch diese Szene auf Ahch-To. Rey kehrt nach der Konfrontation mit Kylo auf Cathbia auf die Insel zurück, um genau wie Luke ins Exil zu gehen. Der erklärt ihr jedoch, dass das der falsche Weg war und dass sie sich Palpatine stellen soll. Unpraktischerweise hat Rey schon bei der Ankunft auf der Insel ihr bzw. Kylos Schiff verbrannt. Deshalb zieht Luke mit der Macht seinen alten X-Wing aus dem Wasser. Diese Szene ist eine Parallele zu Das Imperium schlägt zurück, wo Yoda genau denselben X-Wing aus dem Sumpf zieht. So certain are you. Wedge Antilles. Am Ende von Episode 4 kommen fast alle eingesetzten Rebellenpiloten beim Kampf um den Todesstern ums Leben. Zu den Überlebenden zählt neben Luke, Han und einem Y-Wing-Piloten auch der X-Wing-Flieger Wedge Antilles. Wir sehen ihn auch in den anderen beiden Filmen der Originaltrilogie, in der Schlacht von Hoth und beim Kampf von Endor. In Der Aufstieg Skywalkers kommt er nun wieder vor, dort bedient er eine Laserkanone auf dem Millennium-Falken. No one's ever really gone. Anspielungen auf Episode 8. Wir wissen alle, dass die Sequel-Trilogie ein wenig chaotisch gelaufen ist und das nicht zuletzt wegen der Regiewechsel. Rian Johnson hat sich in Die letzten Jedi ein wenig von JJs Ideen wegbewegt und JJ hat dafür in Der Aufstieg Skywalkers einige Seitenhiebe eingebaut. Dazu gehört eine Anspielung auf das Manöver, mit dem Emmeline Holdo in Episode 8 die Reste des Widerstands gerettet hat. Sie springt mit dem Widerstandscruiser auf Lichtgeschwindigkeit, um Snokes Zerstörer zu rammen und lässt dabei ihr Leben. In Episode 9 schlägt jemand so ein Holdo-Manöver als Strategie vor, ihre Heldentat wird daraufhin aber als glücklicher Zufall und nicht als strategische Aufopferung bezeichnet. Eine andere Anspielung gibt es auf der Insel Ahch-To. Rey verbrennt Kylos Schiff und schmeißt ihr Lichtschwert mit in die Flammen. Das wird von Lukes Machtgeist wieder herausgetragen, der ihr sagt, dass eine Jedi-Waffe mit mehr Respekt behandelt werden sollte. Das ist eindeutig ein Seitenhieb auf die Szene zu Beginn von Episode 8, in der Luke sein Lichtschwert wegwirft. There's something not right. One-Liner. Wir haben hier gleich zwei Zitate für euch, die Episode 9 aus der Originaltrilogie geborgt hat. Eins davon kommt von Lando Calrissian. Der trifft auf dem Planeten Pessana auf unsere Helden, als er sie vor ein paar Stormtroopern rettet. Als die Armee der Ersten Ordnung schließlich auf Pessana landet, sagt er dann einen der berühmtesten Star Wars-Sätze überhaupt. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Dieses Zitat kam zum allerersten Mal in Eine neue Hoffnung vor, als Luke den Todesstern zum ersten Mal sieht und zieht sich in der Folge als Running Gag durch alle Trilogien. In Die letzten Jedi ist der Satz tatsächlich ein wenig versteckt, da BB-8 ihn in Binärsprache sagt, als der Widerstand die Car evakuiert. Auch der bekannteste One-Liner der Originaltrilogie ist in Episode 9 mit dabei. Bevor Han Solo in Das Imperium schlägt zurück in Carbonit eingefroren wird, gesteht ihm Leia endlich ihr Ich liebe dich und er antwortet nur mit Ich weiß. Das wird in Der Aufstieg Skywalkers wieder aufgegriffen, als Kylo mit der Erinnerung seines Vaters spricht. Er versucht Han zu sagen, wie viel er ihm bedeutet, der unterbricht ihn aber und sagt wieder Ich weiß. You know it's true. Tatooine. Am Ende von Der Aufstieg Skywalkers reist Rey zusammen mit BB-8 nach Tatooine, um die Lichtschwerter von Luke und Leia zu begraben. Damit schließt sich der Kreis zu Episode 4. Auf Tatooine hat die Skywalker-Saga begonnen und dort endet sie auch wieder. Wir sehen nicht nur die Ruinen von Lukes alter Heimat und die berühmten zwei Sonnen, sondern auch die Machtgeister von Luke und Leia. Dies ist besonders emotional, da Luke Leias Heimatplaneten nie sehen konnte und die Geschwister, zumindest auf der Leinwand, nie nach Tatooine gereist sind, um Lukes Heimat zu besuchen. Nun sind sie dort also vereint und Leias Machtfähigkeiten werden endlich onscreen gewürdigt. I felt it. But it wasn't sadness or pain, it was peace and purpose. Das waren unsere 10 Easter Eggs aus Star Wars Der Aufstieg Skywalkers. Welche Easter Eggs habt ihr im Film bemerkt? Schreibt's in die Kommentare, hier gibt es noch mehr Videos zu Star Wars.